Hallo Leute, lasst einen Kommentar da und ich freue mich voll über eure Likes und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Hi Leute, heute bin ich mal mit dem Fahrrad ans Wasser gefahren und genieße hier ein bisschen die Ruhe. Und ich habe ein bisschen nachgedacht über ein Thema, was mir letztens auch passiert ist und was vielleicht auch vielen von euch schon mal passiert ist oder gerade passiert. Und zwar über das Thema Mobbing in der Schule. Was ist Mobbing? Mobbing ist, wenn mehrere Personen auf eine Person losgehen und da gehört zum Beispiel dazu, jemanden sich lustig machen, jemanden segieren, jemanden ärgern. Viele Menschen wissen dann auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen oder was sie dann genau machen sollen. Und mir ist es auch eine Zeit lang so gegangen und ich habe dann auch nicht wirklich gewusst, was ich machen soll, weil ich habe es dann auch gemerkt, dass ich immer ruhiger und ruhiger geworden bin und dann am Ende fast mit gar keinem mehr geredet habe. Und dann bin ich auf etwas sehr Wichtiges drauf gekommen, und zwar, ihr müsst euch Hilfe holen. Es kann alles sein. Es können eure Eltern sein, es können eure Freunde sein oder Lehrer sein. Es ist auf jeden Fall nicht petzen, wenn es jemanden verrät. Es ist einfach nur sagen, wie man sich fühlt in der Lage. Und wenn man das aber niemandem sagt, dann wird das immer, also dann frisst sich das richtig rein zu euch. Und wenn es sich mehr reinfrisst, dann werdet ihr immer mehr zum Opfer. Genau das habe ich gemacht. Ich war sehr mutig und dazu braucht man echt viel Mut, Leute, das sage ich euch. Ich habe angefangen, darüber zu reden. Und wie ich angefangen habe, darüber zu reden, dass ich gemobbt werde, dass ich mich einfach nicht mehr gut fühle, habe ich mich nicht mehr alleine gefühlt und habe mich viel sicherer gefühlt. Und dann passiert etwas sehr Tolles. Und zwar, wenn diejenigen, die euch mobben, bemerken, dass ihr nicht mehr alleine seid, sondern so eine kleine Gruppe habt, wo ihr darüber reden könnt, dann hört das meistens von alleine auf. Weil ihr seid nur so lange das Opfer, wenn ihr alleine seid, weil sie dann denken, dass sie die Stärkeren sind. Ich weiß es gar nicht, ob euch das geholfen hat, was ich da gerade erzählt habe, aber bei mir hat es auf jeden Fall geklappt. Und ich weiß, falls mir wieder sowas passiert, ich habe die besten Freunde auf der ganzen Welt und wir halten alle zusammen. Und falls ihr da draußen vielleicht doch keine Freunde habt, dann müsst ihr auch nochmal überlegen, vielleicht liegt das doch auch an euch. Aber auf jeden Fall, lasst das nicht unterkriegen und ich gehe jetzt schwimmen.